Ich weiß gar nicht, warum ich gekommen bin, aber wenn ich schon da bin, was hat das mit den Zäunen für eine Bewandtnis? Du hast sehr viele Zäune. Vor allem die Zäune, also das möchte ich jetzt aufnehmen. Das hier ist ein Haselnusszaun. Von einem Haselnussstrauch habe ich die Äste genommen, habe sie entblattet, entblättert, entblättert, habe sie blattlos gemacht. Dann hier ist Lärche und hier habe ich sie einfach raufgenagelt. Und wenn das kaputt ist, eine einzelne oder mehrere, sollen wir vielleicht auf die andere Seite gehen? Dann sieht man das auch besser. Da müssen wir an Schaf und Ziege vorbei. Hier ganz wichtig zu sehen, dieser Türöffner war relativ gratis. Hier eine Leiste, das ist einfach angenagelt. Hier habe ich ein Lärchenstück genommen, habe das rausgeschnitten, dass ich das hier so bewegen kann. Und hier einfach diese Rille rausgeschnitten. Ja, da riecht schon sehr gut und ländlich nach Schaf und Ziege. Das Schaf ist frisch geschert, nicht professionell, aber zumindest geschert. Damit es nicht so schwitzt, oder wie? Ja, hier, das ist... mal schauen, Schaf. Oh, sehr innovative Schuhe, also das ist modern, gell? Das ist total modern. Hier habe ich Lärchenbretter genommen, habe die Haselnussäste einfach raufgenagelt und war billig und außerdem ist es schön auch, oder? Diese Steher sind aus Akazie, also Akaziensteher sind sehr witterungsbeständig, also die halten ewig. Zwischen Erdreich und Ober der Erde, der Bereich, also dieser Bereich hier, ist sehr anfällig auf Fäule, also dass es morsch wird und dort ist die Schwachstelle. Jetzt habe ich das aber verbrannt, jetzt hält es angeblich ein bisschen länger. Die Römer haben das schon so gemacht. Ah, jetzt sieht man das schön, ja, das ist ja schwarz. Also du, genau, hast es angebrannt. Ich habe das in ein Feuer gelegt und somit sollte es länger halten. Und unten, ich habe das Loch ungefähr so 40 tief, 50 gebohrt. Und unten habe ich einen Kies auch noch gegeben und dann ist den Steher auf, damit unten keine Nässe nicht in das Hirnholz hinein kann. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das so gemacht und habe hier überall die Steher. Und wie gesagt, dieser Haselnusszaun gefällt mir eigentlich besser wie ein Lärchenzaun. Aber zum Lärchenzaun kommen wir später. Ist das ein Zaunvideo, Nadja, überhaupt? Oder um was geht es? Um was geht es in diesem Video? Wir müssen ja eine Begrüßung auch irgendwie machen. Ach so. Es ist wunderschön, dass ihr heute wieder Zeit gefunden habt, hier in den YouTube-Kanal hereinzugucken, zu schauen. Ich sage Servus, grüß euch. Es freut mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. In diesem Video heute geht es um was geht es, Nadja? Um Zäune. Um es geht Drehungen. Um Drehungen, es geht um Zinken, es geht um Tiere. Schuhe? Schuhe, Nadja, du musst aufpassen. Um Schuhe. Es geht um extrem schöne Schuhe. Warte, meine Schuhe, die sind sehr schön. Deine? Meine Schuhe. Wow, die sind ja auch schön. Ja. Ja, hier habe ich das so gemacht, ich habe mir gedacht, wenn ich das mal wieder auseinandernehmen muss, will ich eventuell kein Werkzeug nehmen. Jetzt habe ich hier einfach Löcher eingebohrt, habe mir hier mit der Bandsäge zuerst das rausgeschnitten, dann habe ich mir das mit der Schnitzbank rundgeschnitzt und habe das in das Loch hinein und mit diesem Draht einfach zusammengezogen. Also dieser Zaun hält so eigentlich relativ unkompliziert zusammen. Das war so ein Test von mir, werde ich sehen, ob das in 30 Jahren Sinn gemacht hat oder nicht. Des Weiteren eine Verbindungsart von Türen, die mir sehr gefällt. Beim Hühnerstall-Video hat man das sowieso schon gesehen. So eine Schweinestalltür, wie sagt man dazu? Diese habe ich in Eiche gemacht, aber das geht jetzt nicht. Das sieht man im... Ah, oh ja, hier Holznägel. Hier habe ich versucht mit Holznägel, dieser Segmentbogen, wie ich den gemauert habe. Hier habe ich auch noch keine YouTube-Videos nicht gemacht. In dem einen Video, wo ich in der Werkstatt die Mauer mache, sieht man, wie ich das mache. Also hier habe ich einen liegenden gemacht. In der Werkstatt diese Mauer ist mit einem stehenden Segmentbogen. Also da habe ich die Steine stehend genommen. Ist es jetzt eine Sprossentür oder eine Brettentür? Die Sprossen sind doch rund. Sind Sprossen rund? Okay, na, dann ist es eine, dann weiß ich nicht. Also ich kenne von der Schule die Sprossenwand, die war rund. Ja, dann ist es ein Kirchentor. Ach so. Ja. Hier, diese Verbindung ist sehr interessant. Dadurch, dass das hier zusammentrocknet, ist hier immer Luft. Früher haben sie hier Blei hineingegeben, was ich in einem alten Buch gelesen habe, damit das Wasser hier nicht ins Hirnholz kann. Wo haben sie da Blei reingegeben? Bevor sie diesen Zapfen verleimt haben, wurde hier eine Bleiplatte hineingegeben. Und mit verleimt, dann ist das relativ angeblich dichter. Weil so ist, wenn die Sonne raufscheint, ist hier immer Luft. Wenn es regnet und schwül ist, ist diese Luft immer weg. Dieses Teil habe ich händisch herausgeschnitten. Hier oben. Ah, das hast du gemacht, das diese Tür? Das habe ich gemacht, ja. Das schaut aus, als wäre sie schon 50 Jahre genau, hier an Ort und Stelle. Das habe ich mit Leinöl gestrichen, mit Leinölfarbe. Und diese Leinölfarbe verkreidet sehr stark. Und wenn ich jetzt nur mit einer Leinöl-Fines, also mit einer farblosen hier auftragen würde, würde diese Farbe wieder frisch strahlen. Mhm. Also, das ist das Beste für Austreiben. Also das ist so blass, ist, das nennt sich Verkreiden und dann schaut das so alt. Ja,
Das ist wunderschön, oder? Ja. Ich muss sie aber noch einmal streichen. Ich habe sie extra nicht ganz fertig gestrichen. Ich habe hier Douglasieholz genommen und das harzt sie halt raus. Jetzt will ich den in ein, zwei Jahren werde ich das wieder abschleifen. Da oben ist das das ja, Harz, da, das Gelbe? Hier harzt es überall sehr aus, ja. Und das schleife ich dann weg und dann wird es nochmal gestrichen und dann sollte es eigentlich passen. Ich habe hier auch Fietschenbandel genommen, die habe ich mit einem Fietscheneisen eingestemmt und hier mit diesen Nägeln wurde das fixiert. Also das ist auch eine sehr zeitaufreibende Tätigkeit. Und hier sieht man die durchgestemmten Zapfen. Und innen habe ich Falz gemacht und Füllungen hineingelegt und mit dieser Leiste. Hier kann man den Lärchenzahn sehr gut sehen. Das System habe ich mit diesen Einbohrungen und mit der Heinzelbank, also mit der Schnitzbank, System von der Halterung hier ist gleich wie drüben beim Haselnusszaun. Kann man das sehen? Ja, eventuell. Ja, hier vielleicht ein wenig besser. Wenn du hierher kommst, hier sieht man das besser. Habe ich genauso gemacht. Ja. Und mit Draht nur zusammengehängt und das drauf genagelt. Und das hält bombenfest. Und hier habe ich dann eine Säule wieder gemauert, damit hin und wieder was Fixes ist, wo es stabil steht, dass es nicht wackelt. Viele mauern so eine Säule und geben nur unter der Säule ein Fundament. Und dann kann sich das trotzdem bewegen. Und wenn das aber auf einem Fundament sitzt, das Fundament geht durch bis hierher, dann bewegt sich das Ganze gleichmäßig. Und somit geht diese Türe, ja, sie steht jetzt bei der Wiese an. Aber sie wurde schon länger nicht verwendet, ja, genau. Offenbar, ja, weil es gerade keine Hühner gibt. Ja, der Hund hat unten durchgegraben und hat leider unsere ganzen Hühner... Unten durchgegraben? Ja, und hat die ganzen, na, so ein Hund. Wir waren mit dem Hund immer herinnen, dass er sich gewöhnt an die Hühner, aber es hat anscheinend nichts gebracht. Er hat sich daran gewöhnt, er hat sich schon ausgedacht, wie er sie fressen kann. Ja, nein, es ist und jetzt? Hier ist noch alles... Hier ist ein Huhn. Oh. Ein Huhn! Ja, grüß Gott! Das Huhn ist sehr begeistert. Ja. Ein bisschen voll mit Sägespänen, aber sonst. Hier drin, hier züchte ich Brennnessel. Ich bin Brennnesselfreund. Mhm. Ich greife auch oft hinein. Das ist gut gegen Rheumatismus. Das ja? ist extrem gut. Ich habe seither kein Rheuma. Ich habe auch zuvor keines gehabt, aber seither auch nicht. Diese Glopen, oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, habe ich eingemauert, aber habe hinten noch ein Eisen angeschweißt, denn diese Säule ist hier innen hohl. Jetzt habe ich hier innen mit Schutt immer angefüllt und wo dieser Bereich ist, habe ich hier mit Beton ausgegossen, damit das wirklich gut hält. Der Rest ist natürlich nur mit Sumpfkalk gemauert, also das ist nur Kalk und Sand. Das also ist Sumpfkalk? Sumpfkalk, ja. Das also schaut das sehr ist modern aus eigentlich. Dieser Granit. Der ist über einen Meter lang, den habe ich eingegraben. Jetzt ist der Wind gegangen, hat die Türe aufgeschlagen. Wenn der jetzt nicht gewesen wäre, wäre die ganze Säule mit der Tür weggeflogen. Und durch dieses ja. Teil hier haben wir das eigentlich gerettet. Ja, also so eine Brettertür muss man schon sagen. Bei den Gewalten, die da wirken, da brauchst du auf jeden Fall so einen genau. 1 Meter Granit. Gell? Genau, und hier habe ich dasselbe System wie drüben. Hier, das sind meine Stangen, hier kann ich Speck grillen. In einem Video, das heißt, glaube ich, Rahmentür für Hühnerstall mit Füllung oder irgend so. Hier kann man die Türe jetzt besichtigen. So sieht sie nach einem Jahr. Länger als ein Jahr. Länger als ein Jahr. Es ist noch alles wie neu. Also die Abwitterung sieht man natürlich. Dass hier der Regen ja, das ist ran ja schön. Kann. Und hier, diese Mauer steht noch immer. Hier sieht man nichts, also das hat keine Risse, gar nichts. Also vielleicht, dass du hier näher herkommst. Das ist ein kleiner Fachwerkbau, ja, ne? Hier keine Risse, es ist alles zusammengeblieben. Kein Tropfen Zement, also kein Körnchen Zement. Alles nur mit Sumpfkalk auch gemauert. Hier dieses Fenster hält auch noch. Hier, der Holznagel hält noch. Es hält einfach alles. Ja, was brauchst du da, einen Holznagel das zur Verzierung? Ne, das ist eher Verzierung und das habe ich wirklich eingenagelt. Das habe ich ausgestemmt und habe das eingelassen und habe das mit diesen Holznägeln hier angenagelt. Und hier unten geht der Zapfen von diesem Teil durch und hier ist das unten eingestemmt. Und hier muss man aufpassen, ich hoffe, das kann man sehen, wenn ich hier jetzt so weitergehen würde, würde ich mir den Kopf anhauen, dann habe ich da eine Spezialtechnik entwickelt, ich mache es so. Sehr intelligent. Ja. Kannst du es nochmal vorführen? Ja. Natürlich. Geht es zurück auch? Also ja, vorwärts? Okay. Ich kann auch laufen. Diese Lampe, sie ist noch immer hier. Das ist ungemäht hier? Ja. Schau, hier sind Ableger deiner Brennnesselzucht, ja, oder? Ja, Brennnesselzucht, Ableger, ja. Was ist denn das? Das ist so Blotschen. So das ist ein Blotschenzucht. Das ist also ein Krähen, so künstlicher Krähen. Künstlicher Krähen, das ist ein Plastikkrähen. Ja, das sind Rosen. Ah, das täuscht. Das täuscht? Das sind bunte Brennnesseln. Und warum, was soll das?
Das soll Zeichen, ein Mahnmal gegen die Verblumung der Zäune. Ist das eine Hühnerkatze? Das ist, die bekannte Hühnerkatze. Die kann Eier legen. Warum sitzt die im Hühnerstall? Würdest du mir jetzt da erklären, Baustelle? Das ist eine Mischmaschine. Das ist eine große Mischmaschine. Hier oben ist ein Trichter, dann kann man mit dem Bagger befüllen und dann kann man sich das so herdrehen. Und da gibt es eine eigene Technik. Dann kann ich im Drehen den offenen Zementsack hier rauflegen und der läuft hier rauf. Ich brauche ihn nicht durch meine eigene Kraft so halten, dass er sich entleert. Sehr schön. Wozu hat das einen Motor da oben? Dreht sich das auch? Ja, natürlich. Da muss ich das in Strom. So, und hier sitze ich dann oft, momentan noch auf diesen gekauften Stühlen. Und sobald ich Zeit habe, werde ich natürlich Gartenmöbeln selber bauen. Ist ja klar. Und denk mir, die Sonne ist zu heiß. So, dann sage ich heute auf Wiedersehen, lieber Manuel, da hinter der Kamera. Danke, dass du mir einiges erklärt hast. Ich weiß zwar nicht wozu, weil mich persönlich hat es jetzt nicht, aber die Leute interessiert das vielleicht. Du willst sagen, dich hat das nicht interessiert? Die Tiere haben mir sehr gut gefallen, vor allem die moderne Schafschuhe. Die Hühnerkatze hat mir auch gefallen. Sonst keine Ahnung, für was dieser Besuch jetzt gut war. Oder spielen wir noch ein bisschen Musik? Aber Muse, ne? Schönheit gefilmt. Selbst Adonis ist gegen dich.